Ah, mies der lustige Fail. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es da wirklich weitergeht. Auf einmal kommt da eine Cutscene. Aber gut, gucken wir hier noch weiter. Erkunden noch den Rest der Wälder. Ich brauche gleich wieder eine Tablette. Ja, okay, töten wir den erstmal. Ja, weißt du, 43 Gil. Ich meine, so viel Gil brauchen wir jetzt allgemein nicht mehr, glaube ich, fürs Spiel. Ich denke mal schon, die Gil werden reichen. Ich meine, viel kommt ja nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt noch dieser Wald. Und dann kommt tatsächlich ein Dungeon, den habe ich schon im Voraus gesehen. Also tut mir leid, aber da dann tatsächlich tatsächlich 100 Stockwerke. Und den musst du ganz hoch gehen. Und es kommt hier nach, also nach diesem Dungeon direkt. Und danach kommt der allerletzte Dungeon und dann ist eigentlich schon aus. Also ich denke mal, so viel kommt da jetzt allgemein nicht mehr. Außer halt der schöne Dungeon, den ich gerade erwähnt habe. Ah, Mann. So, danke. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass sie hier diese große Map da geaddet haben. Weil die Minimap oben rechts, die hilft nicht wirklich viel. Obwohl ich glaube, das zerstört tatsächlich ein bisschen das Spiel, weil ich glaube, das ist eigentlich mit Absicht so gemacht, dass es eben nicht hilft, dass du hier dich quasi verläufst. Ich glaube tatsächlich, das macht das Spiel eigentlich ein bisschen kaputt. Aber wisst ihr was? Das hat das Spiel so geaddet, deswegen benutze ich es auch so. Wo ist der Speicherkristall hier? So. Dann gehen wir weiter. Oh, kommt ein Bosskampf. Ja, sieht ganz danach aus. Deswegen hat man so viele Ether bekommen. Bait ist eine nette Challenge. Ohne Heilen. Ohne Heilen den Bosskampf schaffen. Das ist tatsächlich eine nette Challenge. Aber ihn Akta dazu ist richtig böse. Weißt du, für was habe ich die ganzen High Potions halt? Halt for real. Was habe ich die alle? Für genau so etwas.
Oh Gott, nein, geh weg! Nein, das... Das läuft hier gerade nicht ganz so gut. Aber guck mal, Fran hat wenigstens noch ihre MP. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, okay, schnell. Schnell. Mach's auf das Ding, bevor du stirbst. Es gibt aber schon eine nette Challenge, ne? Also wie schwer man uns das Spiel machen kann, indem man einfach unsere MP wegnimmt. Das ist natürlich krass eigentlich. Ne? Also ich meine, ich hätte auch Ether einsetzen können, aber es hat ja die ganze Zeit unsere MP abgezogen. Weiß nicht, ob das jetzt viel gebracht hätte. Aber ich dachte gerade schon, da kommt es nochmal zurück. Es gab wenigstens einen Safe-Kristall, wo ich jetzt nochmal unsere MP auffüllen kann. Oha. Schnell, schnell, beeil dich. Oh oh. Oh, Alter. Ganz knapp. Ganz knappe Sache. Oh, falscher Knopf. Versieht einen Gegner mit Courage. Was ist denn Courage? Okay, was ist das hier für ein Ort? Oh, wir sollten vielleicht die eingreifen. Ja, warten, jetzt hast du wieder einen auf uns gelockt. Wieso lebt er denn noch? Yeah.
Also der Wald geht an sich weiter. Aber in einer ganz anderen. In einem ganz anderen Abschnitt. Hätte man hier eigentlich auch schon damals hinkommen? Hinkommen können? Wahrscheinlich nicht. Also hier wahrscheinlich nicht. Und da war ja der Weg an sich. Konnte man da nicht lang. Bis halt der. Wie kam. Wie hieß der? Der hieß aber nicht der Rustler. Ihr alter Ehemann halt. Oh, hier ist die Karte sehr gut. Ja, gut. Eigentlich auch kein so großer Ort, ne? Also das ist tatsächlich mal eine nette Abwechslung nach diesen ganzen großen Bereichen, wo wir hatte. Diese gelben, da wo man uns immer so drin sieht, das ist irgendwie. Ich finde das voll cool irgendwie. Aber es ist auch echt irgendwie ein bisschen gruselig ist. Ist er tot? Sehr gut. Was? Mantis Dämon D wurde gegessen? Was zum Teufel? Die bringen vor allem 1300 Erfahrungspunkte einfach, was? Wie krass, hä? Das sind die, eigentlich sind die gar nicht mal so stark, also so stark an sich. Ja, wohl doch schon, doch. Also die machen schon 400 Schaden, das sind sich schon krass. Ja, okay, wenn die in Massen auftreten würden, also wirklich, wenn wir gegen 3 oder 4 kämpfen müssten, dann wäre das schon ein Problem, ganz ehrlich. Oh Gott. Aber nee, das sind die, wo 3.000, hä, jetzt haben wir nur noch 900, okay. Was ist das? Eine unbekannte Stimme halt in den Köpfen der Gefährten. Das Trugbild ist eine Lüge nicht. Der Mann hat die Grammatik nicht studiert. Die Illusion der Wahrheit Licht. Zu erkennen die Echtheit deine Pflicht. Drück dich mal klarer aus, Kumpel. Ist hier schon wieder so ein blödes Rätsel jetzt, oder was? Ja, und es gibt 4 davon, ha?
Steht jetzt bei allen das Gleiche? Was muss man denn damit machen? Muss man einfach nur mit denen interagieren oder muss man irgendwas Bestimmtes mit denen machen? Weil ich sehe auch, da unten gibt es schon wieder so etwas. Ja, ich werde mich hier ein bisschen vorspulen, weil... So interessant sind die Kämpfe jetzt auch nicht. Okay, vielleicht sind sie es gerade geworden. Weil der ist auch Berserk, der Junge. Ja, das Rückblick ist eine Lüge nicht, bla bla bla. Also wirklich über diese scheiß Gedichte. Sorry. Aber ohne Witz. Hä? Ach warte. Der Weg hat sich... Achso, man kann einfach weiterlaufen. Achso. Okay, na dann. Ja, aber irgendwas muss man damit machen. Hundertprozentig. Kannst du mir nichts erzählen. Kannst mir nicht erzählen, dass man da irgendwas, dass man da nichts mitmachen muss. Vor allem, weil es auch noch als Ausrufezeichen markiert wird. Alter, leck mich doch. Was ist denn jetzt hier los? Hier kann man auch nicht mit interagieren. Kennt ihr echt halt deine Pflicht? Muss man sich das Gedicht merken? Ja, seine Route ist anscheinend zu strong. Obwohl ich da echt gerne eine andere Route gerne hätte, also ohne Witz. Weil er ist einfach der Schwächste von uns. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, ich meine, dafür ist er halt der Heiler, sozusagen. Ja, Ash auch, aber Ash ist halt auch zusätzlich. Ash ist eigentlich so ein Gesamtpaket. Sie kann fast alle Zauber machen und kann dazu auch noch angreifen und ist somit eigentlich die Stärkste aus unserer Gruppe. Aha, okay. Kann ich dich auch benutzen? Defix. Hab ich die nicht? Jetzt ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Das war jetzt aber Defix.
Das habe ich doch sogar als Zeitmagie. Ich guck kurz. Ne, habe ich nicht. Digga, dein Ernst? Wie ist das jetzt passiert? Ich gebe ihm die Armbrust. Hä, wie ist der jetzt gestorben? Weißt du, so welche Fallen sind nervig. Ja, Reflex habe ich schon mal erwähnt, dass es nicht unbedingt gut ist, wenn wir das haben. Alter! Weißt du, wohin, wo sind wir jetzt schon wieder? Behemoth, Alter. Ja, was ist hier? Sterbliche sollen erliegen im irren Waden. Über Wesen allein können öffne das Tor. Das führt ins verheißene Giro Vegan. Okay, ganz weirde Lösung, aber wir sollen tatsächlich mit Ash Belias beschwören.
wie man darauf kommt, hab keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Das antike Giro Vegan. On the farthest shores of the River of Time, shrouded deep in the roiling mist. What is it, Fran? The mist runs thick here. Like on the Leviathan? Do not worry. I will behave myself. The mist here is cooled. I sense something like the shadow here. Fenar. It appears Cid has yet to arrive. We'll lie in wait for him here. So we're not going inside? Not unless you want to end up twisted. Like the old man. Something there. What is it? She can see him. Let's follow her. Also gut, Leute, wie sagen wir beim nächsten Mal weiter bei Final Fantasy 12. Bis dann und ciao.